Ja, wunderbar, dass ihr alle da seid. Wir hatten die obligatorischen technischen Probleme, die man auf einer Chaos-Veranstaltung ja irgendwie schon fast erwartet. Gehört aber irgendwie dazu, ne? Man kennt das ja. Beamer, Bild, Dinge. Der Scorpi wird euch heute was erzählen zu Linux Network Namespaces versus VRFs. Macht das hauptsächlich in seiner Freizeit, unter anderem beim Freifunk aktiv in der Richtung. Ja, die Bühne gehört dir. Viel Spaß. Ja. Hi. Ich bin Scorpi, mache Dinge mit Internet und sowas. Ich erzähle euch was über Linux, mit, also Policy-Based Routing primär, VRFs, Namespaces und ähnlichem. Kleine Historie, so in den 1999ern, wo MPLS aufkam, kam es auch Layer 3. Wir brauchten mal Layer 3 VPFs, was so das Äquivalent zu VLANs auf einem Router in Hardware ist. Und in der Zeit kam, dass das auch im Linux, kam im Linux-Kernel an, dass man multiple Routing-Tabellen benutzen kann. 2002 gab es Network Namespaces und 2015 hat Cumulus Networks eine Implementation oder mit der Implementierung angefangen. Vorher gab es schon eine Implementierung, die aber nie in den Mainline-Kernel reinkam. Das war aus verschiedensten Gründen, einfach weil es nicht mit dem Tooling, so wie es jetzt gegeben war und mit der API zusammen hat, getan hat. Man muss einfach auch zu viele Änderungen machen. Und das, die Idee war halt, ohne größere Änderungen das einzubauen. Genau, dann mit dem 4.3er-Kernel kam das 4v4, dann kurz darauf mit 4v6 und auch da tut sich immer noch was, also auch mit 4.14 noch. So ein bisschen zum technischen Teil. Network Namespaces. Da geht es um die komplette Isolation an das Netzwerk-Name, also des Netzwerk-Stacks, also die, das Device, die Netzwerkadressen, Neighbors, Routing-Tabellen, Protokoll-Ports und Sockets. Gerade die Sockets ist das Relevante im Vergleich zu VRFs. Und in einem Name, ein Prozess kann immer nur einen Namespace haben. Also der kann nicht über mehrere Namespaces verteilt arbeiten. Und bei VRF geht es nicht um den kompletten Netzwerk-Stack, sondern nur um den Layer 3, also nur um das IP, um den IP-Stack, dass der isoliert wird von einem Interface oder von mehreren dann. Das gilt immer für V4, V6, genauso wie bei Namespaces. Eine VRF entspricht so grob einer Kernel-Routing-Tabelle. Also wenn ich eine Routing-Tabelle, also wenn ich eine VRF anlege, erzeugt er eine Routing-Tabelle in dem Kernel, sodass ich dort damit dann auch arbeiten kann. VRFs können in Namespaces sein. Das war auch eine relevante Sache, dass das bei Namespaces halt nicht ging oder auch in vorherigen Implementierungen, dass ich das nicht so trennen konnte. Wenn ich jetzt eine VRF erzeuge und dann IP-Rules eingebe, dann sieht man hier oben, dass da dann diese L3-Devices angelegt werden. Also dieser L3-Rule. Das ist halt der Unterschied zu IP-Rules, wo ich dann unter Umständen enorme Mengen von diesen Regeln hätte. Wenn ich sagen würde, von diesem Interface inbound und outbound gehen diese Routing-Tabelle, das wäre ein sehr ähnlicher Effekt. Aber ich hätte auch einen Performance-Unterschied, weil ich jeden einzelnen Eintrag durchgehen müsste in der Liste und nicht einfach in Anführungsstrichen schnell da reingehen könnte, schauen könnte, ob es etwas für dieses Interface gibt und dann weiterarbeiten könnte. So, ein grobes Beispiel, so das Einfachste eigentlich, wo man es dran sieht, was eine VRF tut. Ich rufe den Befehl. Eigentlich mache ich nur einen Traceroute zu den Cloudflare DNS-Servern oder Resolvern und schauen wir uns mal an, was dann so passiert. Das ist immer von der gleichen System aus. Ich habe einfach nur eine SSH-Session aufgemacht, bin in meiner Default-Shell. Sonst ist das
zwischen diesen Befehlen keinen Unterschied beim Aufruf. Wenn ich einen Reiseort mache, dahin, seht ihr, dass das hier über drei Hops geht. Mit denen beim, das hier, die 2 ist dann schon Cloudflare und die 3 dann halt das Ziel. Relevant ist aber eigentlich und interessant hier die 185. Das ist jetzt einfach über die ganz normale Routing-Tabelle aufgerufen. Jetzt habe ich noch nichts irgendwie am Routing geändert, noch keine speziellen Sachen getan. Ganz normal, standardmäßig. So, jetzt möchte ich aber das beispielsweise aus meinem Management-Netzwerk machen, wo ich testen möchte, wo geht es denn da lang, was passiert da, gibt es da vielleicht Probleme oder natürlich auch andersrum. Einfach den Vergleich ziehen, wo ist der Unterschied. Dann gibt es die Möglichkeit, ich rufe das mit IPv4 auf, exec management, das ist, also exec ruft den Befehl auf, management ist jetzt der Name der VRF und traceroute dann einfach der Befehl. Und dann kann man hier sehen, ich habe hier nicht mehr die 185 als Hop, als Hop in meiner Route. Und dadurch kann man erkennen, dass das jetzt über einen anderen Weg geht. Also Ziel erreicht, ich habe mein Management-Netzwerk benutzt und nicht meine normale Routing-Tabelle. Das gleiche geht auch mit einem normalen Traceroute, ohne dass über eine VRF über den IP-Routes-Befehl aufgerufen. Aber dann habe ich es an dieses Device gebunden, an diese VF gebunden. Und das war auch explizit ein Ziel von den Kernel-Entwicklern von Cumulus, dass ich sagen kann, hier, ich möchte es an dieses Device binden, ich möchte über diesen Pfad gehen und nicht groß im Programm was ändern. Denn ich kann auch ein Programm, das die VFs benutzt, kann auch über mehrere Routing-Tabellen, kann auch in mehreren VFs arbeiten. Das heißt, ich kann sagen, ich kann ein SSH-Daemon ganz normal starten und dann muss ich noch dem Kernel mitteilen, dass es zulässt und dann kann ich von jeder VRF diesen SSH-Daemon erreichen, solange ich das nicht mit IP-Tables oder ähnlichem nochmal absichere und so muss ich Prozesse nicht mehrfach starten, wenn ich die brauche. Das heißt, ich kann auf meinen SSH-Daemon aus meiner normalen Routing-Tabelle, aus dem Kundennetz und auch aus dem Management-Netz beispielsweise zugreifen. Genau, also wenn ich Traceroute aufrufe, dann ist es im Endeffekt das gleiche Ergebnis. Es ist nicht, also bei, wenn ich ein Namespace, Network Namespace benutze, könnte ich IP, NetNS, exec, den Namespace-Namen und Traceroute und so weiter aufrufen. Das hätte im ersten, also der Effekt wäre das gleiche, aber ich kann nicht an ein Interface binden, in der Form, wie das hier gemacht ist, dass ich einen Traceroute und dann nehme einfach und mein Device auf dem Namespace oder den VF binde. Das geht einfach nicht mit Namespaces. Das war nie so gedacht, das war einfach, dass ich wirklich eine Isolation habe, vollständig getrennt. Genau. So, einfach ein paar Charakteristics zu den Network Namespaces. Oder wann ich das auch benutze. Wie ich auch überhaupt zu diesem Talk kam, Menschen haben Systeme, wo sie einen Tunnel, wo sie den gesamten Traffic über einen Tunnel ausleiten möchten. Das heißt, sie haben ihr Ether ja 0, wollen sie eigentlich nur für den Tunnel benutzen und den Rest, der gesamte restliche Traffic auf dem System soll durch diesen Tunnel laufen und nicht über das Ether 0 oder ähnliches. Lange Zeit war die Lösung IP Rules. Das Problem, wenn ich IP Rules benutze, ist, wenn die IP-Adresse sich ändern sollte, als Source IP-Adresse, das kann ich einfach ohne Skripte nicht abbilden mit IP Rules. Das geht nicht. Da muss ich drumherum skripten. Ich kann vergessen, dass ich das für V6 oder V4 mache. Also es kann passieren, dass ich das nur für eins von beiden mache. Dann liegt irgendwelcher Traffic und meine Anonymisierung, die ich unter Umständen brauchte, oder das Firmennetz,
macht dann Probleme, ich benutze andere DNS-Server und so weiter, alles, was ich nicht haben wollte. Das ist so das Problem an IP-Routes. Network Namespaces war dann für viele dann doch die Lösung. Dann lasse ich meinen Tunnel, mein OpenVPN, mein WireGuard, wie auch immer, in der Namespace laufen, nehme das Tunnel-Interface in die normale Umgebung und binde ETH0 oder mein WLAN-Interface in den Namespace. Das funktioniert soweit ganz gut. Das Problem ist beispielsweise, meine Name-Server müssen dann auch von dem Namespace aus erreichbar sein. Das kann gegebenenfalls nicht der Fall sein, wenn ich beispielsweise V6 Namespace nur genommen habe und weil ich ja davon ausgehe, dass ich durch den Tunnel immer V6 habe. Aber dann kann V6 haben, weil ich jetzt in einem IG-Room von vielen Unis bin, die halt kein V6 haben, bisher nur V4. Das ist, könnte dann ein Problem sein. Ich kann auch nicht per SSH über die Public IP-Adresse drauf zugreifen, sondern nur über die V4-Adresse. IP-Adresse, die ich über den Tunnel bekommen habe. Denn der SSH-Daemon, wenn er normal läuft, ist er nicht in dem Namespace gestartet. Ich könnte natürlich dort einen starten, aber dann habe ich nicht Zugriff auf den restlichen Stack. Dann läuft dieser Namespace dieser SSH-Daemon wirklich nur in diesem Namespace. Und eine eigentlich ganz praktische Lösung ist da VFS. Das ist so die praktischste Lösung für VFS im Alltag, für die meisten das auch nutzen können. Ich sage einfach hier ET0, du bist jetzt in der VF extern und dann starte ich meinen Tunnel da drin. Der läuft da fröhlich rum und das Tunnel-Interface ist dann über den in der normalen VF. Und so kann ich weiter meinen SSH-Daemon und Ähnliches verwenden. Also habe ich da keine größeren Einschränkungen. Genau. So. Wofür ich das insbesondere auch benutze, sind Management-Netzwerke. Ich habe einfach meinen Server, meinen eigenen IP-Space. Habe da die Befürchtung, dass da irgendwann mal ein Problem ist, dass ich da nicht drauf komme. Oder dass ich das über eine weitere Box geregelt habe, die halt per Tunnel, wo ich meinen Tunnel aufbauen kann, um in dieses Management-Netzwerk reinzukommen. Dass eine andere Umgebung ist, abgetrennt vom normalen Netz, mit anderen Firewall-Regeln vielleicht. Bei Netzwerk Namespaces habe ich das Problem, dass ich ein extra SSH-Daemon bräuchte, beispielsweise, wie schon gesagt. Und noch viel größer, ich habe keinen Zugriff auf die anderen Interfaces, weil die alle weg sind. Das heißt, ich kann nicht auf die Statistiken zugreifen und häufig möchte ich ja extra bei meinem Management-Netzwerk die Statistiken von den Routern, von den Geräten abfragen. Ich möchte mir anschauen, wie viel ist denn durch die Sachen durchgegangen. Ich möchte das nicht mehr über das Public Internet laufen lassen, einfach aus Sicherheitsgründen. Und ich habe ja mein extra Netzwerk, das nur für das Management und die Statistiken da ist. Also einfach eine komplette Isolierung von dem Netzwerkstack. Das schränkt mich da halt einfach zu sehr ein. Das funktioniert halt einfach nicht. Das wird lange benutzt. Da wurden dann teilweise coole Dinge rumherum gebaut. Oder dass man dann halt wieder von der Kiste mit VETHs nochmal SSH-Verbindungen da rumbaut und da. Aber nicht die schönsten Lösungen. Man kann es auch mit IP-Rules bauen, aber auch nicht so eine wirklich schöne Lösung. VFS hat einfach nicht diese Nachteile. Das tut halt einfach. Ich sage hier, gehe in dieses Management-Interface, mach das auf, komme mit meinem SSH-Daemon drauf, mein Prometheus Node-Exporter ist immer noch erreichbar darüber. Mit IP-Tables kann ich das passend absichern, dass es nur über die VFS beispielsweise erreichbar ist oder wie auch immer ich das dann brauche und nicht mehr einfach nur über das Public-Internet oder nur über das Network Namespace ist. Muss keine Software mehrfach starten, was natürlich auch ressourcenschonend ist. Genau. So, warum Cumulus das gebaut hat, also warum die so überhaupt die Investitionen gemacht haben, das in den
Kernel auch upstream zu bekommen, ist Hardware Offloading. Heutzutage gibt es, so lange Zeit gab es eigentlich Router nur von ein paar großen Herstellern. Die hatten ein sehr proprietäres Betriebssystem da drauf, das aus BSDs und Linux gemischt stand und mit irgendwelcher proprietärer Software dann den Chip vom Router bespaßt hat. Ich rede hier gerade so von großen Routern im über 10G-Bereich. Oder auch schon ab 10G. Und Cumulus und ist ein Softwarehersteller für sogenannte Whitebox-Switches, die halt vom Linux aus den Chip des Routers steuern können. So dass ich dort halt meine Routing-Tabellen in dem Router abbilden kann und es nicht durch die CPU leiten muss. Und da gibt es noch eine offene Implementierung, die im Linux-Kernel drin ist. Der SwitchDev, und damit kann ich von ein paar Herstellern auch mit Open Source, also Open Source Software zumindest, die Chips bespaßen. Das ist leider noch nicht vollumfänglich. Manche Hersteller haben da proprietäre Erweiterungen oder Sachen, die ich nur über die proprietären APIs benutzen kann. Aber zumindest reines Offloading von Routen in den Switch bzw. in den Router funktionieren. Und dafür hat halt das Cumulus gebaut. Netbook Namespaces funktionieren beispielsweise nicht mit dem Offloading. Das tut halt einfach nicht. Das Konzept ist dazu anders. Weil ein Network Namespace kann man sich eher so vorstellen wie einen ganzen eigenen Switch. Und das gibt es auch nicht so direkt einfach im freien Wildbahn. Kann man immer bauen, aber ist jetzt nicht direkt gedacht. So. Und daher kommt das. Genau. Wofür brauche ich das? Wenn ich einfach in einem Switch beziehungsweise Router multiple Routing-Tabellen habe, beispielsweise weil ich einen Kunden habe in einer Cloud-Umgebung, die halt alle private IP-Adress-Spaces benutzen können und dann ihre VM laufen lassen. Und ja, wenn jeder die 192.168.178 benutzt, dann tut das jetzt nicht wirklich so mit IP-Rules, beziehungsweise gar nicht. Bei Network Namespaces hätte ich das Riesenproblem. Ich müsste für jeden Namespace einen Routing-Daemon dann starten, damit die Routen verteilt werden können zwischen den einzelnen Switchen oder einzelnen Servern. Das können ja auch schon die Hypervisor sein. Und bei VRFs habe ich einfach die Möglichkeit hinzugehen und aus der Routing-Tabelle das auszulesen, die der Kernel erstellt hat, und halt auch direkt da reinzuschreiben. Das heißt, mein Standard-Routing-Daemon nach minimalen Updates von der Software, das können alle modernen Routing-Daemons, BirdSide 163, können halt in den Routing-Tabellen von den einzelnen VFs rumschreiben und die dann halt auch so mit verbinden und auch zwischen Servern dann halt machen. Gibt es ein paar Ansätze, ein paar Lösungen, kann man im Internet so suchen oder mich dann fragen, wenn da weiteres Interesse besteht zu explizit dem Thema. So, das habe ich schon ein bisschen zusammengefasst gehabt. Wann verwende ich VFs? Also meiner Meinung nach, man kann immer drumherum bauen, es geht immer anders, aber halt gerade bei Management-Netzwerken und Ähnlichem, gerade wenn ich mehrere Default-Routen habe, oder eine Default-Route in diesem Management-Netz, dann ist das eine ziemlich gute Lösung. Oder wenn ich halt Tunnel-Interface benutze, mit oder ohne Default-Route, aber die halt einfach eine größere Isolierung vom Netzwerkstack machen sollen. Und dann, wenn ich verschiedene Forwarding-Tabellen mache, nicht nur pro Kunde beispielsweise, es kann ja auch einfach sein, dass ich verschiedene Qualitätsstufen für Traffic habe. Dass ich erkenne, dass hier ist aus einem anderen, für eine anderen extra Software, dass ich die schon sehr früh in meinem Netzwerk markiere und anders route, beispielsweise weil das Telefonie ist oder Video, Livestreams, die haben ja eher so eine
Echtzeitbedürfnis und dann ja, ein FTP könnte man jetzt auch notfalls irgendwo anders lang routen, weil dann ist der FTP etwas langsamer, aber interessiert weniger Leute, als dass das Telefonat qualitativ schlecht ist. Genau, also nicht nur bei Overlapping IP Spaces, sondern halt auch einfach bei verschiedenen Qualitätsansprüchen oder ja, was man halt vielleicht auch einfach, dass Kunden verschiedene Routing-Tabellen präsentiert bekommen, je nachdem, was sie bezahlen. Wenn der eine der Meinung ist, ich möchte nur das billigste Internet kaufen, dann kriegt er auch nur das billigste. Das kann man darüber auch abbilden, wenn man das möchte, wenn man so lebt. Da geht einiges. Und ja, in den meisten Fällen kann man das, wie gesagt, auch mit IP-Routes bauen. Letzteres kann man sehr schwer mit Namespaces abbilden. Genau. Ja, nochmal ein kleiner zum Vorteil von IP, also von V11s, was ist IP-Routes? V11s sind immer V4 und V6. Und es gibt Fälle, wo ich keine V11s benutzen kann, beziehungsweise will. Das ist explizit, wenn ich halt unterschiedliches Verhalten für V4 und V6 brauche. Also wenn man das braucht, dann muss man aufpassen, dann kann man keine V11s und eigentlich auch keine Namespaces benutzen. Dann muss man IP-Rules-Dinge bauen. Ja, es gibt Dinge, die nicht mit Namespaces wirklich schön tun. Nehmen wir mal an, dass man mehrere Netzwerkinterfaces nach außen hat und man aber keine LACP bauen kann, warum auch immer. Das heißt, dass man bei verschiedenen Providern ist oder dass es einfach nicht technisch geht und ich eine Software mehrfach laufen lassen möchte, weil die beispielsweise sehr viel Traffic erzeugt, sei es ein FTP-Server oder ähnliches. Und dann könnte ich natürlich das in einem Namespace laufen lassen, das ist Interface in einem Namespace bewegen, also die drei Interfaces und die Software dann dreimal jeweils drin starten. Das tut noch soweit. Es tut aber nicht mehr wirklich gut, wenn ich dahinter ein weiteres Netzwerk habe, was ich zum Beispiel für den Zugriff auf die Daten brauche. Wenn ich jetzt eine Software habe, die halt noch an ein Management-Netz oder an ein Datennetzwerk, Storage-Netzwerk dran muss, dann tut das nicht mehr. Dann könnte ich mit VETHs Dinge bauen und dann natten. Das geht wieder. Aber so direkt kann ich nicht sagen, okay, ihr könnt dann weiterhin auf dieses Management, auf diesen Storage-Netzwerk drauf zugreifen. Das geht mit VFs. Ich kann einfach sagen, hier Software, benutzt diese VF mit einem simplen bindoffenen Interface und dann kann es weiterhin die normalen, also dann kann ich über die normalen Routing-Tabellen, ich kann ihm eine Routing in dieses Netzwerk geben und dann kann er das über das ganz normale Routing noch abbilden, ohne NAT und ähnliches. Gerade wenn ich kein Connection-Tracking laufen haben möchte, dann möchte ich ja halt doch, dann kann ich auch kein NAT benutzen. Das ist im Endeffekt, wie ich darauf kam, dass Network Namespaces halt mal gar nicht tun können, wenn ich halt kein NAT benutzen kann. Ja, keine, Entschuldigung, wenn ich kein Connection-Tracking benutzen kann. So, habt ihr Fragen? Ja. Warte, das Mikro. Also erstmal vielen Dank. Also ich glaube, ich habe eine Menge dazugelernt. Ja. Mein Problem ist ungefähr, also einem Level über meinem Level. Ich habe festgestellt, ich verstehe von Netzwerken anscheinend echt überhaupt nichts. Nein, also ein bisschen schon, aber ja. Also das klingt total spannend. Ja. Also ich kann auch Einsatzzwecke irgendwie am Horizont erkennen. Was mir jetzt fehlt, ist so der erste Schritt. Also wo würdest du sagen, sollte jemand wie ich, also irgendwie grundlegendes Verständnis von Netzwerken, aber da schon irgendwie, ich verstehe die Wörter, aber dann ist auch schon vorbei.
Wo kann ich gucken, wo kann ich lesen, wo würdest du sagen, was ist der richtige Einstieg, um da mal ein Gefühlsgefühl zu bekommen und das auch zu verstehen? Das ist ja eigentlich die Frage. Ich denke, das wird einigen so gehen. Das Problem ist, jeder lernt an der Stelle, denke ich, ganz anders. Weil ich muss halt irgendwie erstmal verstehen, wie Forwarding klappt, wenn ich an welcher Schraube stelle, was dann passiert. Und da sehe ich einfach, das immer durchzuprobieren, mal ein VPN aufzubauen und das mit IP-Rules abzubilden, mit VFS abzubilden und mit Namespace abzubilden, so den Anfang. Dann kann ich im Endeffekt schauen, wo ist der Unterschied, beziehungsweise warum ist da eigentlich kaum ein Unterschied, nur anderer Aufwand. Muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir gerade schwer, die Frage direkt zu beantworten, weil... Dann wäre es doch einfach, ne? Ich meine. Ja. Okay, also ich fasse mal für mich zusammen, der Klassiker, Mainpages lesen und im Zweifel mit dem Kopf durch die Wand? Ich glaube, es ist ein Fall vom Probieren, von allgemein bei dem Forwarding-Kram, bei Netzwerk-Kram, ist es erstmal auch mal Routing-Loops zu entdecken und so weiter, das ist alles oder auch zu verstehen, warum manche Dinge so sind, wie sie sind, ist einfach ein Ausprobieren und den Schmerz, das geht jetzt ganz toll kaputt, zu haben. Also, wenn ich einen Wunsch hätte? Ja. Also, du weißt ja anscheinend, wie es geht. Vermute ich jetzt mal, also es klang zumindest so. Vielleicht irgendwann mal einen Talk darüber machen, so für die, nicht mehr ganz Noobs, aber irgendwie doch irgendwie so ein bisschen unter dir. Also fände ich cool. Okay. Ja, oder den Workshop, genau. Ja. Also ich nutze die Gelegenheit mal, weil die Frage vorhin in einem anderen Talk schon mal so ähnlich aufkam. Ich mache mal Fremdwerbung in deinem Talk. Gerne. Auf der Froscon, die in Bonn stattfindet, irgendwann in diesem Jahr noch, ich weiß das Datum gerade nicht auswendig, da gibt es irgendwie von einem der Kollegen, die auch im NOC sitzen, Network Enablement Track, ich weiß nicht genau, auf welchem Level der aufgehangen ist, aber das wäre vielleicht ein Ansatz, den man sich mal angucken könnte. Also, Postman kann ich nur empfehlen übrigens. Ja, wir haben uns nicht abgesprochen, ne? Reiten noch? Ist es möglich, über ein Interface verschiedene VRFs zu routen und wie, wenn das geht, wie unterscheide ich am anderen Ende, aus welchem VRF jetzt die IP-Adresse kam? Das ist nicht möglich. Was möglich ist, ich kann, wenn es geht, ein VLAN beispielsweise machen oder einen Tunnel. Daher sind die auch irgendwie entstanden. Also daher war die Geschichte von den Herstellern mit den Layer 3 VPNs, dass ein Tunnel zwischen den Routern im Netzwerk besteht, im Endeffekt dann das markiert ist, das ist diese Routing, das ist diese VF so ungefähr, wird dann weitergeleitet und dann kann ich diesen Tunnel einer VF hinzufügen. Das wäre dann eigentlich die Lösung. Wie sieht es denn mit Support in Network-Managern oder Network-D und Ähnlichem aus für VRFs zum Anlegen, Erstellen, Managen, Interfaces zuweisen und Ähnlichem Spaß? Mir bekannt ist nur IFAPDown 2 von Cumulus, das dann einen akzeptablen Support dran hat. Hat man darüber gesprochen, da Dinge mit Systemd zu tun, aber das ist immer besonders. Also bis da mal was drin ist, wo alle zufrieden sind. Systemd hat einen akzeptablen Network Manager, hat viele Vorteile, aber dass da Dinge das Prozessmanagement, das Service Management funktioniert, ist nicht immer gegeben. Kann beispielsweise auch schon, korrigiert mich, wenn es ein Update gab, aber ich kann einen Prozess nicht sagen, statt in diesem Network Namespace. Das gibt es auch noch nicht. Das gibt's? Okay. Aber es gibt es mit VF.
Ja, okay, es ist sehr viel Frickel, aber ich kann nicht explizit sagen, okay, einfach angeben, hier, nimm diesen Namespace und mach, sondern ich könnte natürlich einen IP-Exec und so weiter bauen. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich kann auch natürlich eine Systemd extra für diesen Namespace starten, aber so direkt möglich ist das im ganz einfachen Stil nicht. Mit VFS auch noch nicht. Gut, noch jemand eine Frage? Ah. Vielleicht noch eher ein Kommentar. Wenn ich mehrere VRFs habe, kann ich zwischen diesen VRFs mit ganz normalen Routen Traffic hin und her schieben. Also ich kann ja mit IP-Route, Zielmaske, Dev sowieso sagen, schick meine Pakete mit dem IP-Ziel an das Device. Wenn ich da unter Dev ein VRF angebe, gehen die Pakete halt über das VRF raus. Damit kann ich halt relativ bequem bestimmte Netzbereiche von dem einen VRF in einen anderen weiterrouten. Ja, genau. Ja. Nee, also da war kein Fragezeichen am Ende, ne? Nee, das danke. Noch jemand? Gut, dann scheint der Wissensdurst befriedigt. Wir sind, glaube ich, ein ganzes Stück vor der Zeit fertig. Ja, wenn du jetzt nicht noch irgendwie einen halben Vortrag irgendwie versteckt hast vor uns, dann würde ich sagen, vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Mal.